Hallo, liebe Transportfreunde, willkommen zurück. Folge Nummer 60. Ich präsentiere neue Hardware, Motherboard, Prozessor und alles läuft wieder flüssig, so wie es sein soll. Ohne dass hier irgendwas auch nur anfänglich zu versucht zu ruckeln. Das macht sehr viel Spaß. Und Umstellung von System auf SSD. M2 SSD und meine Games haben auch auf einer SSD Platz gefunden. Also das verkürzt die Ladezeiten doch schon enorm. Und was wir hier auf jeden Fall noch verkürzen müssen, wenn wir gerade dabei sind, sind die Standzeiten für Oranienburg. Das geht ja überhaupt nicht. Dass hier der eine so bös lang braucht, das ist ja der absolute Hammer. Der braucht auf jeden Fall hier den B-Level. Ja. 4,5 Milliarden, das funktioniert auch ganz gut. Aber hier liegen haufenweise drin. Dann können wir den Outline noch aktualisieren. Cargo. Jo. Ah, da auch ordentlich was zu schleppen. Aber auch hier wird Oranienburg der Wahnsinn. Das Gefühl, dass ich den Bahnhof hier mal ausbauen muss. So ein bisschen so ein Cargo-Teil und Personenteil. Mit 20, ich glaube, die Loks machen ein bisschen mehr. Das sind diese Loks. 132 und der snackt den leer. Personenzug Oranienburg Wilhelmshaven, der steht hier schon am Start. Auch Proppe voll, der Kollege. Fahrzeug verwalten. 175 Pferde. Oh, dann kriegt er noch ein bisschen mit. Hoppala. Das ist. Ja, da fährt noch 140. Ne, das machen wir nicht. Der hier nämlich reinfahren. Soll ich das jetzt machen? Dass nämlich Züge von hier oben dann hier zum Beispiel ranfahren, das wäre dann eine super Idee. Machen wir mal rein, nehmen wir ein bisschen um. Hier steht eh viel zu viel. Und zwar 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und Passagierplattform. So, das heißt, yeah, das sieht doch ganz nice aus. Das heißt schon mal, dass hier diese zwei. Oh je. Wieder ein Ups her. Wieder ein Ups. Eieieiei, das, warum passiert mir das eigentlich ständig? Da kann man auch die Uhr danach stellen, dass ich so einen Blödsinn hier mache. Gut. Ja, dann können wir es gleich umbauen. Das macht natürlich dann auch nichts mehr zur Sache. Da müssen wir noch einziehen. Dann möglichst mal lang. Ja, 150, das geht auch. So was Äußere. Da macht ja nichts. So. Soweit, so gut. Also, was jetzt nicht passt, ist das hier. Jetzt müssen wir hier die Bahnverbindung vorgehen. So, genau. Perfekt. Ich glaube, wir hatten noch
irgendwo anders diese Winker stehen. So, und das hier die Straße. Ui, ui, ui. Die ist ja auch unter aller Sau, die ist ja uralt schon. Gleich mal aktualisieren, was ist hier? Hier ist so eine Autobahn. So, Mensch, Mensch, Mensch. So, hätte man das. Brauchen wir hier nur noch Personenzug Oranienburg-Wilhelmshaven, das passt. Und Fürth Oranienburg. Jetzt. Terminals. Fürth Oranienburg auf die 2. Passt der nämlich wieder. Und was haben wir hier noch? Werkzeug Oranienburg. Das ist auch irgendwann lang. Werkzeug Oranienburg. Jetzt. So, Terminals. Werkzeug Oranienburg auf die 2. Passt, dann sind die nämlich nicht voneinander abhängig. Und dann brauchen wir nur noch ein Gleis. Mal, kriegen wir das hier raus. Oh, reicht nicht. Ah, da fährt eh niemand lang. Das ist nur das dann. Züge. Wieder etwas Luft haben. So, was ist hier mit euch passiert? Deine. Kann ich ja nicht schon sehr viel andere Fahrzeuge bauen. Ja, das war gerade das Tramdepot. Lastwagendepot? Ja. Na, ey, guck. Hier sind sogar die Originalen drin. Die MAN. Ein Kipper. Aber die bringen ja Steine runter, also müssen die 1600. Steine 14, okay. Fahrzeuge verwalten. Der muss halt alles irgendwie machen. Das geht so nicht. Noch einmal Flüssigkeiten, Steine und Baumaterial, den EU. Und hier nehmen wir den Fesco. So, und jetzt müsste hier diese Linie quasi enorm. 1250, aber sie stehen halt auch rum, ne? Deswegen bringt das nichts. Weil die produzieren ja nur 800. Weil die hier nur 800 entgegennehmen. Weil Fürth nur 300 braucht. Und ansonsten. Ja, die fahren ja eh nur leer hier. Das hilft, macht nichts. Hat alle nur mit 17. Der kann wieder weg. Ja, das wird schon irgendwie. Ich einspiele, einer kann noch raus. Man müsste noch raus. Nein, hier. 7. 1066, das passt soweit. So, und euch hier. Was habt ihr für eine Rate? 600. Ihr fordert aber auch ziemlich viel. Ja, oder? Eieieiei.
Uiuiuiuiuiui. Den werden wir auch mal. Müssen neu bauen müssen. Das ist der Hammer. Da ist ein Zugang. Gucken, ob wir das hinkriegen hier. Ein bisschen. Das ist ekelhaft. So. Zumindest der Sound ist recht cool. Und die fahren jetzt sogar, so wie ich das gern hätte. Und den verkaufe ich dann noch. Dürften sich auch ein bisschen dann erweitern und erholen. Die Linie hier. Sechshundert. Die können wir auch mal alle aktualisieren. Und die transportieren dann Baumaterialien. Ne? Wenn die theoretisch die hier. Deutschland. Schweizerland. Coop, nee. Österreich. LKW Walter. Genau. Neunhundertzweiunddreißig. Passt. 400 reicht da völlig. Achthundert. Erst gleich ganz leer. 750, hier ist Bösstar. Sechshundert, sag mal, die sind alle leer. Leer braucht er ja nicht fahren, Leute. 500, 17, 9. Hier ist noch einer. 497, das, damit kann ich leben. So, wer wartet hier jetzt? Wird Oranienburg. Das lohnt sich mittlerweile. Die Lastwagen sind auch wieder okay. Ah, das ist doch nice. Das wird doch alles her. So, was haben wir noch in Fürth? Viele, viele Baumaßnahmen. Unsere Öler hier hinten, die funktionieren einfach. 71% Versand. Alter Schwede, was macht ihr denn eigentlich hier so? 2200 jeweils. Wenn wir das Ganze jetzt mit drei Linien bauen, dann wird es allerdings zu voll auf diesem Gleis, aber wir würden alles wegkriegen. Ah, dann müsste jetzt der nächste einfahren, oder? Es würde sogar funktionieren, es würde passen. 143, 106, das ist in Ordnung. Die sehen auch ein bisschen aus, als hätten sie viel zu wenig zu tun, zu viel. Was
macht denn hier diese Lastwagenkette? Da gibt es auch schon zwei. Was sie her? Guck an. Die machen 2300. Dann und das hier mal noch austauschen. Öl, Plastik. Also die brauchen beides. So, und da hört es nämlich schon wieder auf. Die können entweder nur das eine oder das andere. Ja, das ist schlecht. Und deswegen, die können alle keine. Deswegen muss der das machen, weil der alle Güter kann. Geht's besser. Öl zu Dingens. Und hier wird müssen wir ja die Fahrzeuge wieder ein bisschen einfärben. Ich weiß, dass jetzt zu wem gehört. Aus einem Öl ein Plastik. 800 Versand. Das heißt also, die sind hier erst überfordert eigentlich. Wenn die 900 produzieren, transportieren. Jeweils. Wenn es jetzt echt heißen, das so schnell wie es drin ist, ist es wieder draußen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Achso, wir haben schon festgestellt, das geht nicht anders. Also 1800 würden die hier transportieren. 17 gehen rein. Das heißt, wenn die Grünen, probier mal aus, die Grünen Fahrzeuge verwalten, wenn die das eine von dort hinten nur holen, ja, also nur Plastik fahren, nee, die Grünen fahren mal nur Öl, und zwar Transchemia. Und ihr? Hat man nur Plastik. What the heck? Gütertyp Plastik. Nett. Das war die Tankgeschichte. Ach.
Was ist denn das für eine Scheiße? Ich dachte, Tank ist Tank. Dann musst du für Shell fahren hier. Ey, total. Habe ich denn jetzt noch die Tankdinger eingesetzt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oh oh. Ah ne, das war nicht die Tank. Oh Gott sei Dank. Das ist ja tödlich, ja. War schön, dass wir hier eine Busspur haben, aber es bringt nichts. So, damit wäre Fürth etwas entspannter, vor allem Fürth Oranienburg. Der ist zwar nicht mehr ganz so gut. Gut halt nur noch. Weil hier ist halt enorm. Ob der kriegt mal eine andere Lok. Oh, Güterverkehr. ÖBB. Wir noch mal Gas geben hier. Da geht es auch ein bisschen entspannter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also hauptsächlich Fürth Oranienburg. Immer ein bisschen gemacht und wieder mal getestet, was passiert, wenn man Fahrzeuge falsch ersetzt. So, jetzt gibt das ja alles wieder Sinn. Die Lieferstation will ich nur ab. Ja, die bringen jetzt nichts mehr hier. Dann baust du nämlich auch nichts. Aber passt soweit. Also, beim nächsten Mal geht's weiter. Mal gucken, was mir dann passiert. Zwei Ups waren diesmal dabei. Der Ups-Counter wird resettet. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.